Liebe Community, herzlich willkommen zu dieser weiteren Ausgabe auf Augenhöhe aus Hamburg. Unser Thema heute: Missbrauch, Strafe, Vergebung. Wie können wir unsere Kinder besser schützen? Es ist ein Thema, über das wir dringend sprechen müssen. Über dieses Thema haben wir auch schon einmal gesprochen, aber man kann gar nicht oft genug darüber sprechen, denn die Kinder leiden. Ich selbst bin Vater und nehme gerade jetzt auch in der Corona-Krise deutlich wahr, wie sehr Kinder leiden. Aber das Thema ist natürlich viel größer und geht auch weit über Corona hinaus. Und wir möchten dazu beitragen, ein Bewusstsein zu schaffen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, dieses Thema zu einem Kernthema dieser Fair Talk Staffel hier in Hamburg zu machen. Vor dem 21. Juli letzten Jahres, das ist jetzt nochmal verschärft worden, bei Kindesmissbrauch eine Freiheitsstrafe, die eröffnet worden war, von 6 Monaten bis zu 10 Jahren. Also das war der frühere Gesetzesrahmen, der ist jetzt nochmal verstärkt worden. Und früher hatten wir trotzdem, 2019 zum Beispiel, bei den Fällen, wo es zu einem sexuellen Missbrauch gekommen ist, in 85% der Verurteilungen Freiheitsstrafen von maximal 2 Jahren. Und die sind in 80% der Fälle auch noch zur Bewährung ausgesetzt worden. Bei den Missbräuchen, wo wir keinen unmittelbaren Körperkontakt hatten, hatten wir in 93% aller Fälle eine Freiheitsstrafe von maximal 2 Jahren. Und die sind wiederum in 85% aller Fälle zur Bewährung ausgesetzt worden. Deswegen, das ist kein Eindruck, den man irgendwie bekommt, weil irgendwie falsch berichtet wird. Das sind die offiziellen Zahlen. Also natürlich, also wir haben ganz viele Fälle tatsächlich in der Grundschule von Gewalt, also Mobbing, wirklich körperlicher Gewalt, verbale Gewalt. Also das ist unglaublich. Und ich habe ganz viele Fälle, wo auch tatsächlich die Eltern dann vor mir stehen und sagen, was soll ich machen? Ich sage, geht zur Polizei, zeigt es an, es wird eingestellt. Aber es gibt eine Akte, ich sage, das gibt es ein Jugendamt, die irgendwann auch reagieren müssen. Dann hatten wir einen Fall, der ist damals bei RTL veröffentlicht worden. Das war ein Missbrauch unter Grundschülern. Die Schule hat sich davon distanziert, die Behörde hat sich distanziert. Wir haben es nachher in die Öffentlichkeit gebracht und auch da haben wir nicht viel erreichen können. Das Mädchen, was missbraucht wurde, hat die Schule dann verlassen und der Junge ist geblieben. Und sollten alle das Gefühl vermitteln, es geht sie nichts an oder sie würden übertreiben, dann wenden sie sich ans Schulamt, machen sie eine Beschwerde. Und wenn das alles nicht wirkt und man das Gefühl hat, dass sie einem alle erzählen wollen, man würde ja nicht wissen, was da passiert und man hat das leidende Kind zu Hause, dann sage ich Ihnen eins, machen Sie es öffentlich. Eine Schule hat Angst um den Ruf. Und solange eine Schule sich mehr Angst um den Ruf der Schule macht, als um die Sicherheit der Schutzbefohlenen, stimmt etwas in unserem Land nicht. Aber das wundert mich nicht, weil die Politik sich genauso verhält. Es geht nur um sie und nicht um die Bürger und die Kinder. Und das ist untragbar. Aber wenn Vorbilder es vormachen, wundert mich nicht, dass die Strukturen bis nach unten so rangehen. Und wenn dann Menschen kommen, die unbequem sind wie ich oder Yvonne oder auch andere, die die Wahrheit aussprechen, dann wird man gerne diskreditiert, durch den Dreck gezogen. Das erlebe ich seit 9 Jahren. Da könnte ich Bücher drüber schreiben über dieses systemische Versagen. Also mein Sohn wird in der Schule gemobbt, hat Schwierigkeiten, Kontakte zu knüpfen, sozial ist er halt, ich sag mal, relativ weit. Er ist schon sehr jugendlich auf der einen Seite. Dieses Missgünstige liegt ihm überhaupt nicht. Das ist das, was in der Schule sehr, sehr sehr träge, dass der Neid, dass man Sachen wegnimmt, dass man jemanden schlecht hinstellt, damit man besser dasteht. Das machen die untereinander. Also die mobben sich da wirklich so ganz professionell vor sich hin. Und er steht immer da und ist im ersten Moment wehrlos, antwortet nicht, ist gehemmt. Und wenn er sich dann wehrt, ist er auch gleich derjenige, der erwischt wird, weil dann platzt ihm der Kragen und dann passiert irgendwas und dann schalten sich die Lehrer erst ein. Eine Seite sprechen wir das Schulsystem an, was definitiv Potenzial hat, sich weiterzuentwickeln. Alleine schon, weil, weil diese, was hier schon angesprochen wurde, dieses, dass alle auf eine Linie bringen für die Kinder, für die Entwicklung, für die Kreativität, absoluter Horror ist. Es tötet alles. Ja. Man kann es wirklich so krass aussprechen. So. Das sehe ich halt auch so. Das sehe ich auch immer an Kindern. Ich kann es echt beobachten. So. Aber es geht halt noch weiter. So. Wie kommt das zustande? So. Und dann sehen wir wieder Lehrer zum Beispiel. So. Dann sehen wir die Vorgesetzten. So. Und dann fragt man sich, warum machen die das? Ich meine, die sind noch nicht blind. Ja? Doch, sie werden blind gemacht im Rahmen der Angst. So sehe ich das mehr. So. Die Angst, wo kommt die denn jetzt her? Warum machen sie nicht das? Wie gesagt, die Pandemie hat die Masken fallen lassen. Da sieht man genau, wer, wie, wo läuft und wo das herkommt.